Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 Chaos Rising mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo. Und wir hatten jetzt schon mal kurz ein paar Waffen angelegt und ja, jetzt steht eigentlich nur noch die Skillpunkteverteilung aus. Aber ich habe in der Zeit eine kurze Ansprache von Thaddäus weggeklickt und Chris kann ja mal kurz erwähnen, worum es da ging. Ja, der Thaddäus sagt nämlich jetzt was zu der folgenden Mission. Er fragt halt, welcher Trupp da unten jetzt gerade eingesetzt wird, wer dazugehört. Und er sagt noch was kurz dazu, dass wir gegen Eldar kämpfen werden und dass er sich schon auf eine Revanche mit denen gefreut hat. Na, okay. Also jetzt nicht so tragisch, dass das jetzt nicht mit in der Aufnahme drin war. Genau. Gut, dann haben wir uns auch schon mal die Skillpunkte weiterhin angeschaut. Wir gehen jetzt mit Aramus auf Gesundheit, weil unser großes Ziel ist der große Segen des Eifers. Mit jedem Gegner, den der Kommandant tötet, erhöht sich seine maximale Gesundheit. Diese Wirkung hält bis zum Ende des aktuellen Einsatzes an. Klingt erstmal nicht ganz verkehrt, also hier zack, zwei Punkte darauf und dann ist auch schon der Chris dran. Ja, ich bin jetzt beim Tarkus und werde hauptsächlich, wie man es kaum anders erwarten kann, auf den Fernkampf gehen, damit er die Protektorgarde als Skill bekommt. Normalerweise hat er jetzt sowieso schon seine Ordensveteranen, die halt bessere Rüstung haben, und zwei meiner Brüder sind mit einem Plasmawerfer ausgerüstet, und durch den Protektorgardetrupp werden aus diesen Veteranen nochmal wiederum Protektorgarden-Veteranen mit noch besserer Ausrüstung, und nur deswegen, dass Tarkus in der Nähe steht, verursacht der Gegner weniger Schaden. Okay, dann weiter mit Avitus. Ja, Arvitus, ja. Was mache ich nur groß? Ich werde erstmal auf den Baum für Fernkampf gehen. Da kriegt er als nächstes Verschanzen. Avitus Fernangriffe verursachen mehr Schaden, je länger er an einem Ort oder im gleichen Gebäude bleibt. Okay. Und dann schon zu Cyrus. Den kannst du eigentlich auch du machen, weil wenn, dann nimmst du höchstens du den mal mit, oder? Aber eigentlich auch nicht. Ach, egal. Dem gibt man da auch plus Fernkampf bestimmt. Genau. Ja, ach komm. Cyrus ist nicht der Rede wert. So. Dann auf zu den Eldar. Schlachtkreuzer Vergeltung. Hier spricht Skriptor Jonah Orion. Wir werden angegriffen. Die Eldar sammeln sich um uns. Sie haben einen Phantomlord, der bereits Sergeant Endymion vereinnahmt hat. Wir müssen diese Xenos zurückdrängen. Alles klar. Dann geht's los. Hast du schon diese Gesprächsbuttons gesehen? Jetzt habe ich ihn gerade beim Tude gesehen, ja. Da war es aber auch schon zu spät. Ja, und diesmal wollte halt Thule sagen, dass er mit auf die Oberfläche möchte, weil er mit Endymion gedient hat. Okay. Übrigens konnten wir jetzt auch in der Mission nicht festlegen, welche Einheiten wir mitnehmen wollen. Das kommt dann erst später. Eldar-Krieger! Hilfe, komm, Angriff! So, weil heute alles schief läuft, gab es jetzt hier einen Cut an dieser Stelle. Und jetzt geht's mit neuem Glück voran. Zum dritten Mal. Ja, na gut, das zweite richtige Mal. Das erste Mal zählt nicht mit dem Ausfall. Ja, mit dem Router. Also wir kennen das, was jetzt kommt, so Großteil schon. Sind so kurz vor Missionsende verreckt, um es mal so Ja, so deutlich fünf zu sagen. Minuten halt. Meine Güte, überlebe! Ach Gott. Ja, und wir haben schon festgestellt, dass der Schwierigkeitsgrad ordentlich angezogen hat. Also zumindest so zum Anfang. Ja, gut, das kann ich ja. Was später kommt, kann ich ja noch nicht beurteilen. Wow.
Eine überlegene Servorüstung. So. Jetzt hauen wir das noch. Füllst du erstmal Thaddäus auf? Was, bevor ich das zerstöre? Naja, Was? bevor wir den Punkt erobern, weil dann kommt auch wieder die Welle. Naja, ich muss das ja jetzt sowieso hier an dem Punkt machen, oder? Ne, wir haben drüben unsere Landungskapsel, hätten wir gehabt. Hätte. Fahrrad, bitte. Zu spät. So. Zack. Und zack. So, ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen aufmerksamer zu sein. Aber versuchen. Also, ich garantiere für nichts. Oh, ja, das. Au. Au. Lauf! So, den Panzer versuche ich mir mal vorzunehmen. Ja, ich komme mit in die Infanterie. Grand Noch Nordic. eine verstärkte Serverrüstung. Heute werden keine Blood Ravens mehr fallen. Nicht einer! Du kommst hier nicht vorbei. So, wenigstens ist diesmal in der Cutscene niemand gestorben, wie erst. Der Katzi. So. Bleib mal da stehen. Und dann? Dann hatte ich eigentlich vorgehabt, alle mit einer Granate zu sprengen. Ach so. Wo ist Thaddäus? Oh, oh Gott, Thaddäus lebt. Sie sind ein willkommener Anblick, Kommandant. Ich bin Jonah Orion. Hi. Und Endymion. Er fiel, als er mich vor den Eldar rettete. Wir hatten gerade ein großes Xeno-Gebäude im Osten entdeckt, als sie angriffen. Ein Warp-Portal-Knoten, kein Zweifel. Dadurch können sie beliebig angreifen. Wir müssen ihn zerstören. Geht. Ich werde über die Überreste unseres Bruders wachen. Der Orden wird Endymions Gensaat nicht verlieren. Natürlich. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Vernichtet sie, Eldar, greifen uns an! Unter Sperrfeuer! Ja, alles klar, jetzt sind wir nämlich wieder ohne Tule unterwegs. Au, 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 lauf! Unser Sturmtrupp erleidet Verluste. Oh Gott. Mann, dieses blöde Hotkey-Scheißzeugs, Belegungsdingens, Bummens, alles schlecht. So. Ja. Muss ich jetzt nochmal erklären, was tu, was Jonah kann? Könntest du tun. Ja. Also, der hat einmal das Blitzdingsen. Das, also das ist momentan alles nicht spektakulär, weil er noch nicht besonders gut ist. Später hat das alles einen viel größeren Flächeneffekt und so weiter und so fort. Und ich hole mir erstmal den Punkt, dann hat er ein Handauflegen, womit er Truppen heilen kann, ohne irgendwie Vorräte oder so zu verbrauchen. Mhm. Und dann kann er auch sterben. Ach nee, das war Tarkus. Tarkus ist gestorben, das geht gar nicht. Und Tarkus ist gleich nochmal gestorben. Egal, ich kann wiederbeleben, so oft ich will. Sprung zu dieser Position. Ah, jetzt kann ich. So. Ah ja, kommt jedes Mal weiter. Wow, beeindruckend. Ist ihrer Scheide müde. Ja, Kreuzung. Nicht diese
Jetzt ist der. Also wir kommen ja echt nicht vorwärts. Ich wette, Tadeo stirbt auch gleich. Ja. Logo. Ja, ihr merkt. 10 Euro, dass er gleich wieder lebt. Aber so schlecht stellen wir uns doch nun auch nie an, oder? Also ich meine, mehr als kämpfen können wir ja nun auch nicht. Oh Gott. Was will man denn hier machen? Irgendwas machen wir falsch. Ja, ich glaube auch, aber... Hat sie der Schwierigkeitsgrad umgestellt oder sind wir einfach so doll aus der Übung? Nee, das ist... Also, dass das Add-on angezogen hat? Oh, fuck. Warum? Kriegst du das mit Tarkus hin? Oh, mal gucken. Ansonsten hole ich bloß noch ein paar Erfahrungspunkte und dein alter Firn war wieder. Ja. Also ich habe noch einen Artillerieschlag theoretisch. Ah, die anderen zwei habe ich verbraucht. Ist eigentlich ein bisschen verfrüht, wa? Ach, du hast jetzt schon zwei verbraucht. Ja. Hast du nicht irgendwie eine Granate oder so? Na, der hätte so nah ran gemusst. Ich weiß jetzt nicht, wen ich wieder belebe. Den Skriptor, glaube ich. Wenn du überhaupt dazu kommst. Diesmal was wieder als Skriptor doch. Ja. Also. Ja, genau. So. Ja, da sind wir ja fast wieder alle. Ah. Will auch Vitos haben. Ich will episches Zeugs haben. Ja, ich weiß, wie wir da, was wir da machen können, aber das wird ihm nicht gefallen. Nein, ich glaube auch nicht. Nee, nicht cheaten oder so. Davon rede ich nicht. Ich denke mal... Ach so. Ja, ach, egal. Nee, egal. Oder möchtest du es verraten? Kann ich dir ja mal in der Aufnahmepause erklären. Ja, das ist auch blöd. Wenn, dann musst du es jetzt erklären. Naja, es gibt auch Mods, ne? Ach so. Modifikationen. Und dann kann man, dann brauche ich die Kampagne bloß nochmal neu beginnen. Und dann hätten wir theoretisch von jedem Gegenstand, den man in dem Spiel bekommen kann, den hätten wir einmal im Inventar. Und da ist nur noch die Frage, ob wir sie benutzen oder nicht. Es ist erstmal da. Alles, was in den Daten vorhanden ist, haben wir damit automatisch einmal im Inventar. Ja, das ist halt auch, da hat man ja irgendwie gar keine Motivation mehr in dem Spiel so richtig. Naja, wieso? Wir können ja nicht alles benutzen, das ist ja das Problem. Weil wir einfach die Level nicht haben. Ja, trotzdem. Nee, das passt schon so. Und ich meine, ist ja nicht schlecht, dass wir jetzt auch mal eine kleine Herausforderung haben. Soll ja nicht schaden. Diesmal gehen wir beide hier unten lang für den Panzer. Ja. Was im Namen des Imperators ist das? So etwas Ähnliches wie ein Phantomlord,